Ja, dann nochmal kollektiv einen guten Abend. Freut mich, dass doch so viele sich Zeit genommen haben und dass wir jetzt wieder ein bisschen gemeinsam Tamma fachsimpeln können. Und ich habe mir heute die Brahma-Viharas vorgenommen, weil erstens mal in meinem Werdegang als Buddhist eine wichtige Rolle spielte und noch immer spielen. Nicht nur, weil das in meinem Leben als Buddhist wichtig ist, sondern weil ich glaube, dass es für euch auch relevant sein kann. Die Brahma-Viharas. Und ist jemand hier, der den Begriff noch nie gehört hat? Nö, kennen alle. Ne? Es sind ja lauter Veteranen hier, die das alles kennen. Ist auch gut zu wissen, da muss ich nicht alles von Grund auf erklären. Ich kann mich erinnern, wie ich so ungefähr 20 war und mich angefangen habe zu interessieren für Buddhismus und Dhamma, bin ich in einem Meditationszentrum in Wien am Fleischmarkt, weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Und da war immer Mittwoch morgens, so um 7, glaube ich, eine Stunde Metta-Meditation angeleitet. Und für mich war das richtig gut. Also ich weiß nicht, was ihr von angeleiteter Metta-Meditation haltet, aber für mich war das damals richtig gut, weil ich hatte vorher schon vom Buddhismus ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, weil da ging es um Loslassen und Sinnesgenüsse nicht gut. Das war für einen 20-Jährigen schon ein bisschen schwierig, so auf den ersten Blick. Und da hat mir das sehr geholfen, dem Dhamma auch etwas Schönes im Dhamma, etwas Wertvolles im Dhamma gleich direkt erleben zu können. Und ich denke, dass das für uns alle wichtig ist, schon allein deswegen, weil die Lehre des Buddha was sehr Ehrliches und Kompromissloses ist und wir uns viel mit Dukkha und der Unzulänglichkeit von Sansara beschäftigen müssen, zwangsläufig, um uns vom Festhalten, vom Begehren nach Dasein zu befreien. Und während wir das machen, kann es manchmal passieren, dass wir unsere Grundmotivation ein bisschen vergessen. Wozu mache ich das eigentlich alles? Ja. Eigentlich, denke ich, sind wir alle auf dem Weg, oder da kann man auch sagen, funktioniert der Weg am besten, wenn wir das machen aus Liebe und Mitgefühl für uns selbst und für andere. Ja. Auch wenn ich Nibbana erreichen will, den Kreislauf der Wiedergeburten unterbrechen will, dann mache ich das ja eigentlich, weil ich mir vorstelle, dass das dann gut für mich ist, unter Anführungszeichen. Ja. Darum denke ich, dass das ein Thema ist, das auch sehr in die Tiefe geht, wo sehr viel um unser Verhältnis uns selbst gegenüber, dem Dasein gegenüber, dem Nicht-Daseins-Durst gegenüber geht. Aber ich möchte mal vielleicht ein bisschen praktischer anfangen, so ein bisschen eine Werbekampagne starten für die Brahma-Viharas. Wozu Brahma-Viharas? Und ich kenne das jetzt auch aus meinem, bin jetzt schon wieder ein paar Jahre zurück im Westen, und dass viele Meditierende, die auch sonst in einem ereignisreichen Leben stehen, sich schwer tun mit verschiedenen Formen der Ruhemeditation, sich schwer tun damit, ihren Geist einspitzig zu machen, und da vielleicht jahrelang probieren und versuchen, den Atem zu beobachten, und da merken, irgendwie komme ich da nicht weiter und mein Geist soll doch einspitzig werden, und er wird es aber nicht. Für mich ist das eigentlich keine Überraschung, weil wir haben in dieser modernen Gesellschaft, sind wir geradezu stolz drauf und auch mit Recht, teilweise denke ich, dass wir einen aktiven und intelligenten Geist haben. Und wenn man es diesem aktiven, intelligenten Geist sagt, so jetzt denk mal gar nichts und bleib nur beim Atem, dann ist das oft zu wenig für den Geist, der es halt gewohnt ist, sich mit wichtigen, interessanten Themen zu beschäftigen. Und da bieten die Brahma-Viharas, finde ich, eine super Alternative, einfach mal um unseren Geist ruhig zu machen, um unseren Geist aus dem Alltag ein bisschen rauszuholen, aus den zufälligen Alltagsgedanken ein bisschen
in einen Samadhi-ähnlichen Zustand zu bringen, der uns dann natürlich sehr zugute kommt, wenn wir versuchen, die tieferen Weisheitsaspekte in der Lehre des Buddha zu verstehen. Wenn wir einfach wissen wollen, wie das Dasein beschaffen ist und was wir da vielleicht immer falsch machen, wo wir da immer festhalten, wo wir eigentlich besser loslassen sollten und so weiter. Diese ganzen wichtigen Fragen beantworten sich umso besser und klarer, je klarer unser Geist auch ist dabei. Das ist ja nichts Neues. Und trotzdem ist es eben nicht einfach, den Geist auch wirklich klar zu bekommen. Ein Vorteil der Ruhe-Meditation mit einem neutralen Objekt gegenüber haben die Brahma-Viharas, weil sie schon von Nutzen sind, auch wenn wir noch nicht eine tiefe Einspitzigkeit damit erreichen. Ja, also ich kann den Atem beobachten und wäre nicht wirklich einspitzig und habe am Schluss vielleicht nicht viel davon gehabt, weil der Atem an und für sich ziemlich wenig Information in sich hat. Also eigentlich nur ein- und ausatmen und das allein, das gibt noch nicht viel her. Und die Brahma-Viharas im Gegenteil können einen schon bereichern, emotional, aber auch weisheitsmäßig, wenn man noch keine tiefe Einspitzigkeit dadurch erreicht. Ich möchte halt auch ein paar, vielleicht für die von euch, die sich auch ein bisschen mehr mit der Theorie beschäftigen, vielleicht ungewöhnlichen Interpretationen überraschen. Das kennt ihr ja vielleicht schon ein bisschen von mir. Ich spiele mich gerne ein bisschen mit den Pali-Begriffen. Das ist diesmal auch so. Also fange ich gleich an damit. Weil mich hat das immer gestört. Es gibt eine Reihe von Begriffen, die in der Beschreibung von der Praxis der Brahma-Viharas immer wieder vorkommen. Ich habe mir nur ein paar ausgesucht, die in meiner Praxis immer irgendwie schon besonders interessant waren. Und einer davon ist Mahagata. Und das wird normalerweise übersetzt, also das kann man so teilen, dass es heißt Maha und Gata. Also zum Groß hingegangen. Ja? Und das wird halt dann auch oft so übersetzt. Also im Englischen hat jemand das heißt Gone to Greatness. Also zur Großheit, zum Großgewordensein irgendwie hingegangen. Also groß werden. Und das hat mich nie überzeugt. Und ich habe jetzt ein bisschen einen Alternativvorschlag. Ob er wirklich akademisch korrekter ist, weiß ich nicht, aber für mich ist er praktisch irgendwie hilfreicher. Und zwar sehe ich, dass es eine Alternative zu dem Begriff Ekagata. Ekagata ist, das übersetzen wir mit Einspitzigkeit. Also Eka, das denke ich, das kennt man, eins, ne? Und das Wort Aga kann sowas heißen wie Gipfel und Spitze. Aber vielleicht auch das, ja, das Ding, dem ich am meisten Wert und Bedeutung gebe. Und das ist jetzt bei der, wenn ich zum Beispiel klassische Atemmeditation mache, dann ist das halt ein Objekt, der Atem. Und ich versuche, meine ganze Wertigkeit auf eine Singularität zu fokussieren. Und hoffe dadurch von der Vielfalt und diesen ganzen Ablenkungen in der Sinneswelt wegzukommen, indem ich mich für eins entscheide und versuche da mich auf ein Ding irgendwie möglichst spitz zu fokussieren. Und das fällt vielen Menschen einfach schwer, weil das entweder eine starke Willenskraft erfordert, diesen ungewohnten, kleinen, spitzen Fokus des Geistes zu halten, oder weil es viel weiß, oder auf der anderen Seite, es gibt noch einen anderen Zugang, wo man dann aber viel Weisheit braucht und schon verstanden hat, dass alles andere außer diesem Fokus ist eigentlich nicht wert, sich damit zu beschäftigen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, um Ekagata zu erreichen, wenn ich irgendwie schon intuitiv das verstanden habe, die Sinnenwelt und alle Gedanken drüber, die interessieren mich jetzt eigentlich gar nicht mehr so, dann ist es vielleicht auch einfacher möglich, den Geist jetzt mit einem Thema zu beschäftigen und dieses eine Thema in den Fokus des Interesses zu rücken. Aber wenn wir uns damit schwer tun, dann ist vielleicht eine Alternative Mahagata. Und ich finde das einfach mal lustig, sich vorzustellen, dass das Gegenstück
oder eine Alternative zu Ekagata ist. Also eine, es klingt auf den ersten, das erste Mal vielleicht komisch, eine Großspitzigkeit des Geistes zu kultivieren. Und was heißt das in der Praxis? Dass wir in der Meditation mit den Brahma-Viharas einen Zustand anstreben, wo wir uns nicht ganz fest auf ein möglichst kleines und klar definierbares Ding konzentrieren, sondern den Geist groß und weit machen, so dass er sich eben offen und angenehm anfühlt und dass das dadurch sozusagen den ganzen Raum unseres Interesses ausfüllt, aber nicht, weil wir den Rest ausgeblendet haben, sondern weil es irgendwie gar nichts mehr gibt, was da nicht hineinfällt. Ja, das ist mal so der erste Punkt, den ich ganz spannend finde, wo ihr euch vielleicht auch mal überlegen könnt, ist das in meiner Praxis auch ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, die Schwierigkeit mit der Einspitzigkeit, wie ich komme da irgendwie nicht richtig hin. Und dann passiert leider oft das Gegenteil von Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, dass man anfängt, sich über sich selber zu ärgern. Und warum schaffe ich das nicht? Ich bin eine Meditationsniete. Warum wird mein Geist nicht einspitzig? Und dann wird er natürlich noch immer weniger einspitzig, wenn man dann noch anfängt, ihn zu bemeckern. Dann macht er natürlich nicht mit. Das kennt vielleicht auch der eine oder die andere, dass wenn man mit der eigenen Meditation unzufrieden ist, dass sie dann nicht unbedingt besser wird. Ja, und da ist auch schon wieder so ein Punkt und so ein Vorteil der Brahma-Vihara-Meditation, dass wir da ja auch mit liebevollen und nachgiebigen Emotionen arbeiten. Und selbst wenn das dann manchmal nicht so toll klappt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, das nicht toll klappen in unser liebevolles, verständnisvolles Üben mit einzubeziehen. Jetzt kann man Brahma-Viharas natürlich so und so praktizieren. Und ich finde ja schon alleine diesen Begriff interessant und irgendwie auch sehr amüsant, könnte man sagen, weil der Buddha hatte ja auch einen großen Sinn für Humor. Und ich meine, wenn man sich ein bisschen in seinem Lehrgebäude auskennt, weiß man, dass Brahmas eigentlich keine besondere wichtige Rolle spielen. Sind halt, da kann man halt auch wiedergeboren werden und eine Zeit lang dann da herumschweben und irgendwann geht's wieder weiter. Und den Begriff gab es sichtlich schon vor dem Buddha. Und für die anderen Menschen war Brahma natürlich was furchtbar Wichtiges. Und dann das Brahma-Vihara, das in Brahma verweilen, war dann ein Riesending. Weil das war eigentlich das Ziel der spirituellen Praxis der gesamten Asketenschaft vor dem Buddha. Dass der Buddha diesen Begriff weiter verwendet hat, nimmt man dann auch so ein bisschen so einen, mit einem Augenzwinkern vielleicht fast weiter verwendet hat. Das finde ich schon ganz amüsant. Und es ist vielleicht auch gerade deswegen so spannend, dass er den Begriff weiter verwendet, weil diese Thematik mit den Brahma-Viharas und die Emotionen, die man da kultiviert und die Phänomene, die einem da unterwegs begegnen, schon einen immer wieder in Berührung bringen mit dem Thema der Göttlichkeit, würde ich mal sagen. Ja, und wo dann jemand ohne rechte Ansicht, ohne das Wissen, das der Buddha uns vermittelt, ganz leicht in diesen göttlichen Sog hineingezogen wird. Und der Buddha uns aber zeigt, ja, da musst du dich jetzt nicht reinsaugen lassen und du kannst diese Phänomene auch verstehen und einordnen, ohne dass du das irgendwie als etwas Göttliches zu interpretieren versuchst. Ja, das ist ein Beispiel dafür. Das hängt schon mit dem nächsten Begriff zusammen, der mir da auch sehr gefällt und wo ich wieder so einen kleinen extra Vorschlag habe. Das ist auch ein Wort, das da immer in der Standarddefinition vorkommt. Das ist das Wort Sabatata. Ja, das ist, da gibt es zwei verschiedene Schreibweisen, das ist ja auch noch so in unserem Pali-Kanon, dass da manchmal ein Wort in verschiedenen Varianten auftaucht und da plötzlich was ganz anderes heißen kann, wenn da nur ein T oder ein T steht. Und Sabatata mit einem stummen H drinnen heißt was ganz anderes als Sabat
Tata ohne diesem H. Und wir haben beide Versionen überliefert. Und das Ata mit dem stummen H, das kann verschiedenes heißen. Das meiner Meinung nach heißt es am ehesten, also manchmal sagt man, dass es die Richtungen bedeutet, dass es dann in alle Richtungen gehen soll. Man könnte auch sagen, denke ich, wenn ich mich da jetzt nicht irre mit dem Pali, dass es so viel heißt wie Atta das Wohl. Weißt du da vielleicht, ob ich richtig liege? Es gibt ja auch ein Atta mit zwei T's und dem H und einen mit einem T und dem H, aber ich glaube schon, dass ich mich da richtig erinnere. Die von euch, die Metta-Sutta schon manchmal rezitieren, da kommt es gleich in der ersten Zeile vor, Karaniyang Atta Kusalena. Ja, also das soll man tun, wenn man geschickt ist im Wohl, im Heil. Und Sabatata könnte dann heißen, sowas wie Sabba ist ja alle und dann irgendwie das Wohl aller oder so irgendwas, das allgemeine Wohl im Sinn habend, soll ich Metta praktizieren oder die anderen Brahman überhaupt. Es wäre eine Möglichkeit mit dem stummen H. Mir gefällt das ohne dem stummen H aber besser. Und da sind wir auch schon an so einem Punkt, wo man entweder ins Göttliche purzeln kann oder wenn man sozusagen die Rückendeckung vom Buddha und seiner rechten Ansicht hat, eben diesem Sog widerstehen kann. Und zwar würde dann Sab, also nochmal kurz zur Struktur des Wortes, Sabba, alle, dann Atta, das kennt man ja von Anatta, ne, nicht selbst. Der Buddha verwendet den Begriff Atta nicht nur in einem philosophischen Sinn von einem Selbst oder einer Seele, die er dann negiert, sondern auch im normalen Sprachgebrauch heißt das einfach Selbst. Ne? Also berühmtes Beispiel, kurz vor seinem Parinibbana sagt der Buddha, man soll sich selbst ein Atta-Dipa sein, also sich selbst eine Leuchte oder sich selbst eine Insel. Aber ich meine auch nicht, man soll seine Seele als Insel und Zuflucht nehmen. Also es wird auch einfach normal verwendet, um zu sagen, ich für mich selber oder mein Selbst einfach im nicht-philosophischen Sinne. Und das Ta hinten dran von Sabatata, das macht dann aus dem Ganzen einen Begriff. Also so wie Heid oder Keid bei uns im Deutschen hinten dran. Dann würde das Ganze so viel heißen wie Allselbstheit. Über so irgendwas. Ja? Da denkt man schon irgendwie so an Vedanta und Dings, also die kosmische Selbst oder Atman und Brahman und so weiter. Genau in diesen Sog kann man natürlich fallen, wenn man die Ansicht hat, dass es ein Ich oder ein Selbst und eine permanente Seele gibt. Da sind die Brahma-Viharas natürlich auch ein sehr hilfreiches Mittel, wenn man in die Brahma-Welt will, wenn man das Gefühl haben will, man hat sich mit dem großen Atman verschmolzen zu haben, dann sind die Brahma-Viharas mit Mitschaditi verbunden, wirklich eine sehr gute Methode, sage ich mal. Dieses Sabatata jetzt aber in Verbindung mit rechter Ansicht, also unter rechter Ansicht verstehe ich eben auch, dass man da mit dem Buddha übereinstimmt, dass die fünf Daseinsgruppen unbeständig sind, dass das Anhaften Leiden ist, dass Gierhass und Verblendung unheilsam sind, dann heißt dieses Sabatata vielleicht was ganz anderes. Ja, dass hier gerade, weil es kein Ich und kein Selbst gibt, das an und für sich so klar definiert ist, dass es sich von denen anderer unterscheidet. Ja, gerade weil es das nicht gibt, kann ich mich in anderen wiedererkennen. Wir haben erst gestern ein bisschen über die Dhatuvibhanga-Sutta und die sechs Elemente gesprochen. Und für mich ist es immer eine schöne Möglichkeit, genau dieses Sabatata da ein bisschen greifbar zu machen. Indem ich mir, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, das Erdelement in meinem Körper und das Erdelement in Bernds Körper und das Erdelement in Heids Körper, es ist eigentlich alles das Gleiche. Zwar nicht unbedingt dasselbe, weil das in mir jetzt nicht gerade in dir ist, aber so von der Grundbeschaffenheit ist da kein Unterschied. Und wenn man das weiterspinnt und weiß, dass der Buddha ja das Vinyana auch unter die Datus gesteckt hat, in bestimmten Situationen, könnte man da was Ähnliches sagen und sagen, das Vinyana Dhatu, das ist aber keine absolute kosmische
Bewusstseinsgröße, sondern einfach die Qualität von Vijnana Dhatu, die in mir ist und die in Bernd ist und Heinz ist, ist eigentlich die gleiche. Ja, also wenn diese verschiedenen Vijnana Dhatus dann verschiedene Sanyas und Vedanas und verschiedene Objekte wahrnehmen, dann fühlen sie sich vielleicht unterschiedlich an, aber dieses Asmimana-Gefühl, dieses Gefühl, das bin ich, ist jetzt mal so meine Hypothese, das ist bei uns allen gleich. Auch wenn es sich im Inhalt unterscheidet, so im Grundgefühl, müsste das eigentlich immer das Gleiche sein. Und da habe ich schon eine super Grundlage für die Brahma-Viharas, weil ich mich dadurch in dem grundlegendsten, wichtigsten Punkt in jedem anderen Wesen wiedererkennen kann und mich eigentlich darin sehen kann. Und das liefert uns ein furchtbar wichtiges Argument, das wir in den Brahma-Viharas brauchen. Und zwar, warum soll mich die anderen überhaupt kümmern? Also unser Gehirn, unser Geist ist nicht unbedingt so gebaut, dass das automatisch kommt. Ja, zum Glück sind wir von unserer Entwicklungsgeschichte her auch Herdentiere und soziale Wesen. Darum haben wir zumindest die Veranlagung, sich ineinander einzufühlen und freundlich zu sein zu denen, wo es einen Vorteil bringt. Glaubst du nicht? Wenn mich was stört, und zwar krass stört, dann kann ich schon recht freundlich werden, sagen wir mal so. Ja. Sehr, sehr freundlich. Naja, aber trotzdem wird es vielleicht auch bei dir so sein, dass du dann trotzdem weißt, in welchen Situationen du dir das leisten kannst und in welchen nicht. Das ist mir so ziemlich egal. Ja, dann. Mittlerweile bin ich da alter Grau geworden und ja. Die Leute denken sowieso, was sie gewollt. Ja, ich meine, das, was dann da in dir durchbricht, ist halt ein anderer Grundinstinkt, den wir aus der Evolution mitgebracht haben. Und ich sage ja nicht, dass wir einen Instinkt haben, immer lieb und freundlich zu sein. Das wäre ja schön, da müsste man nicht mehr Metta üben, wenn das so von selber schon da wäre. Ich sage nur, dass uns das überhaupt bekannt ist, lieb und freundlich zu sein. Also ich kann mir vorstellen, dass es manche Tiere gibt, die so eine Emotion nie haben. Wenn man es, ich weiß nicht, irgendeine Nacktschnecke ist, die sich nicht um ihren Nachwuchs kümmert, die solche Emotionen einfach nicht braucht, die ganze Zeit alleine lebt, außer einmal irgendwie zur Paarung. Und Nacktschnecken sind sogar, glaube ich, Zwitterwesen, da geht es nicht mal um Mann und Frau. Also ich glaube, dass die diese Emotionen gar nicht so brauchen in ihrem Artfortbestand. Aber egal, es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich wollte nur mal das so erwähnt haben, dass diese Emotionen eigentlich in uns drin sind und immer jeder normale Mensch, auch jemand, der noch nie die Brahma-Viharas geübt hat, kennt die ja. Ja, da wird ja kaum einen Menschen geben, der noch nie Liebe, Freundschaft, Mitleid und so weiter empfunden hat. Aber meistens eben nur für einen oder ein paar oder gerade den, der dann vielleicht zu mir wieder zurückfreundlich ist und so weiter. Und der Buddha verwendet jetzt diese Grundanlage, die wir halt mitbringen, wo auch immer die herkommen mag, und veredelt das dann. Ja, so wie man irgendeinen resistenten, wilden Apfelbaum hernimmt und dann da einen was draufpfropft, einen Zweig, der dann ganz edle Früchte hervorbringt, der aber von selber vielleicht nicht stark genug wäre als Baum. Ja? Also so die Brahma-Viharas so ein bisschen als Veredelung unserer positiven, heilsamen Gefühls- und Emotionsanlagen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil ein Brahma-Vihara kommt dann erst richtig zur Entfaltung und zur Fülle, wenn sich's eben auch auf alle bezieht. Und nicht jetzt auf meinen besten Freund und dann ist schon Schluss. Dann führt dieses Brahma-Vihara nicht zu einer Befreiung des Geistes. Oder der Buddha nennt die Brahma-Viharas geistige Befreiungen. Das sind jetzt aber noch nicht Nibbana und absolute Befreiung, aber halt mal eine relative Befreiung. Wenn, und da bin ich schon beim nächsten Begriff, wenn es Appramana ist, also unermesslich. Und das
ist, denke ich, klar verständlich, wenn ich Meta habe zu meinem besten Freund und da kommt jemand und ist nicht nett zu dem und dann ärgere ich mich furchtbar über den oder gehe den vielleicht an, dann ist mein Wohlwollen nicht unermesslich. Ja, dann ist das sehr klar bemessen, für dich schon, für dich nicht. Und da ist jetzt die Anweisung des Buddha, unsere Liebe, unser Mitgefühl, unsere Mitfreude, unseren Gleichmut unermesslich zu machen. Und das ist eigentlich jetzt mal so vom theoretischen Verständnis gar nicht schwer, wenn wir das verstanden haben, dass wir eigentlich in allen anderen auch drinstecken, dass wir uns in allem wiedererkennen können. Dann macht es eigentlich keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt zu einem oder zu allem Metta entwickle oder die anderen Brahma Viharas. Ja? Mir passieren ja Situationen. Wenn da vier Notärzte kommen, die ich nicht gerufen habe und die ich überhaupt gar nicht sehen will, ja, wie soll ich dann da unermesslich das Einzige, was erschleicht sich und aus der Biegung weg, brauche ich nicht. Oder wie soll ich da unermesslich? Naja, da musst du das wahrscheinlich schon geübt haben vorher. Das ist ja nicht so gleichzeitig. Nein, dass du deinen Geist dann trotzdem unermesslich erleben kannst. So wie es nicht kapiert. Naja, was ich meine ist, man soll die Brahma-Viharas nicht immer nur dann üben, wenn man sich gerade ärgert, weil dann ist es am schwierigsten. Man soll das auch machen, wenn es einem gerade gut geht, dann setzt man sich in Ruhe hin und versucht, den Geist unermesslich werden zu lassen, indem man ihm ein unermessliches Objekt gibt. Das wollte ich ja gerade erklären. Das ist ja irgendwie so der Trick, den Geist unermesslich zu machen. Ich muss mir eigentlich nur alle Wesen vorstellen. Versucht es mal. Zum Beispiel sitzen wir jetzt hier gemeinsam in einem Raum. Und da spüren wir irgendwie, dass wir alle gemeinsam in diesem Raum sind. Wir teilen den irgendwie, diesen Raum. Da kann man so ein Gefühl dafür haben. Jetzt bin ich mit diesen Leuten hier zusammen. Und genauso sind wir in Wirklichkeit ja mit allen Wesen auch in einem Raum zusammen. Nur denken wir halt nie dran. Weil wir uns das nicht vorstellen können, dass wir alle in einem Raum sind. Aber wenn man das ein bisschen übt, diese Wahrnehmung immer wieder zu erleben, na eigentlich, alle Wesen, die sind mit mir in einem Raum. Und da muss ich auch nicht denken, zuerst dahin, also zuerst bis zum Bernd und dann noch zur Margit und dann bis zum Kanal und dann bis die Grenze von München und die Grenze, wie man das ja manchmal macht. Ja, also ich finde das eher ziemlich nervig. Ja, da muss ich immer woanders hin. Und dann denke ich mir, so weit komme ich nicht. Ja, sag recht, ich kann das nicht. Ja? Es gibt eine Lehrrede, wenn ich da richtig jetzt liege, wo ein anderer Mönch sogar eine ähnliche Technik beschreibt, aber nicht der Buddha selber. Der Buddha selber sagt halt, naja, das soll für alle Wesen sein und da muss man nicht mehr viel machen, dann wird der Geist von selbst unermesslich, weil das Objekt unermesslich ist. Es gibt so viele Wesen, das kann man nicht messen und nicht zählen. Wenn ich jetzt einen Geist haben will, der also der wird ja nicht wirklich so groß, das meine ich ja nicht damit, dass ich dann einen Geist habe, wie ein riesen Luftballon, der dann das ganze Universum ausfüllt. Aber ich kann ein Gefühl von Unermesslichkeit bekommen und dadurch meinen Geist befreien von diesem engen, nur ich bin wichtig, das man normalerweise hat. Ja, also es ist einfach Übungssache. Und dann, also ich kann mir schon vorstellen, wenn du das vorher gerade geübt hast und du bist da gesessen, hast meditiert und das hat gut funktioniert und dann, ich weiß nicht, was das jetzt mit den Notärzten war, aber dann kommt irgendwer, der dich gerade stört. Ja. Ja, da würde ich sagen, wenn du dich dann ärgerst, dann war die Metta-Meditation, die du gerade gemacht hast, ziemlich für den Hugo. Ja, weil es geht nicht darum, sich da bei selbst zu beweihräuchern und selbst zu beglücken, sondern eine neue Einstellung den Mitwesen gegenüber zu entwickeln. Ja, reicht doch nicht meine Mutter, die reicht auch. Weil ich ein ganzes Volk da einladen. Ich bin 80% mit meiner Mutter zusammen, also wäre es ein Unding, sie zu hassen, weil wenn ich sie hasse, wie soll das funktionieren, ne? Geht ja nicht. Also,
Und die anderen, wo dann kommen in die Wohnung, hast du sie die manchmal sollen abhauen. Hast du manchmal ablehnende Gefühle deiner Mutter gegenüber? Ablehnende? Höchstens, wenn sie ein blödes Verhalten sagt. Ja, also ich denke, dass es kaum einen Menschen auf der Welt gibt, der keine ablehnende Gefühle seiner Mutter gegenüber hat. Den müsste man mal finden. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man nie ablehnende Gefühle haben darf. Aber wenn man Metta praktiziert, ist ein Vorteil schon mal, dass man die schneller erkennt. Sie kann ja nichts mehr dafür für ihre Gedanken. Warum soll ich dann große Abneigung gegen sie haben? Das ist undient. Das sage ich ja nicht, dass du sie haben sollst. Das ist klar, dass du sie nicht haben sollst. Aber wenn du sie manchmal hättest, fände ich es auch verständlich. Hm. Und dann wäre es vielleicht immer noch das Beste, für dich selber auch Mitgefühl zu empfinden. Okay. Ja, das war's. Ja, also wir haben ja nicht nur Metta, wir haben 4 Brahma-Viharas. Das waren jetzt mal 3 ganz, finde ich, hilfreiche Begriffe. Dieses Gegenstück zu Ekagata, Mahagata, dann dieses Sabbatata, sich selbst in allen wiedererkennen, ohne da so in irgendeine Vorstellung von einem kosmischen Bewusstsein hineinzurutschen, einfach nur als praktische Vorstellung, Bewusstseinsdatum eigentlich immer das gleiche Grundgeschmack und dann die Unermesslichkeit und wie die 3 zusammenhängen, haben wir es ein bisschen besprochen. Ja, es gibt noch ganz viele interessante Sachen. Es gibt zum Beispiel eine Lehrrede im Samyutta Nikaya, die Metta Bhavana Sutta, die kennen vielleicht ein paar von euch, wo der Buddha uns noch ein paar extra Details gibt. Eigentlich zwei extra Informationen zu jedem Brahma-Vihara gibt. Das erste ist gleich bei allen 4 Brahma-Viharas, dass man damit auch die 7 Erleuchtungsfaktoren praktizieren kann. Das ist keine Überraschung, wenn man jetzt wieder aus der guten alten Metta-Sutta, wenn man danach schlägt, haben wir eine Zeile: Itang Satting Adipteye Brahman Itang Viharang Itamahu. Also diese Art der Achtsamkeit soll man beschließen, so, dafür soll man sich entscheiden, dann verweilt man schon jetzt im Brahma, halt beim Buddha ist das dann so mit einem Augenzwinkern in Anführungszeichen gesetzt. Also das Praktizieren von Metta kann eine Art der Achtsamkeitspraxis sein. Das finde ich allein schon mal sehr interessant. Und auch genau das, was ich gerade gemeint habe, wenn ich jetzt Metta praktiziere, alle Wesen und dann kommt jemand rein und stört mich und dann wäre ich ungehalten, weil er jetzt gerade meine rosa Wolke durchkreuzt, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja, dann geht es in Wirklichkeit schon längst nicht mehr um Metta, sondern um den Genuss von Sukha-Vedana. Das schließt sich nicht unbedingt aus, aber es kann sich in die Quere kommen. Das ist ein total spannendes Phänomen, gerade wenn Metta-Meditation anfängt ein bisschen zu funktionieren und da kommt eben Zucker. Und das kommt recht einfach, weil das eben so eine heilsame Emotion ist, da kann das recht schnell passieren, wenn wir nicht achtsam sind, wenn wir das nicht als eine Form der Achtsamkeitspraxis sehen, sondern als eine reine Samatha-Übung sehen, dann wechseln wir ganz schnell von Metta zu Zucker. Da geht es eigentlich nur noch darum, dieses Zucker zu spüren und zu erleben. Und irgendwie verlieren wir immer mehr den Hintergrund, wo der Zucker eigentlich rausgewachsen ist, und dann ärgern wir uns eben, wenn wir gestört werden. Oder ärgern uns über uns selber, wenn wir nicht noch mehr Zucker rausquetschen können. Ja, kennen vielleicht ein paar von euch. Was ganz spannend ist, ich hoffe, da komme ich noch dazu, dass das auch viel mit rechte Ansicht zu tun hat. Also an vielen Stellen und auch an der in der Metta Bhavana Sutta, wo es um das Entfalten der 7 Erleuchtungsglieder geht, definiert der Buddha diese 7 Erleuchtungsglieder noch ein bisschen und sagt, dass die gegründet sind oder sein sollen in Viveka, also Abgeschiedenheit. Können wir nochmal überlegen, was damit gemeint ist. Also, es gibt körperliche Abgeschiedenheit und geistige Abgeschiedenheit. Oder vielleicht kann das auch einfach eine Tendenz oder eine geistige
Grundhaltung ausdrücken, die Fähigkeit, mich mal zurückzuziehen. Dass es körperlich ist, aus dem Wohnzimmer mal rausgehen, wenn ich nicht fernsehen möchte, oder auch, ob ich meinen Geist aus den weltlichen Verstrickungen und aus den Hindernissen, die mich immer in der Welt halten, ob ich ihn da mal rausziehen kann, ob diese Bereitschaft da ist. Wenn die Bereitschaft da ist, dann funktionieren die 7 Erleuchtungsfaktoren einfach schon mal ganz anders. Und wenn ich noch im Blick behalte, dass das Ganze was mit leidenschaftslos werden, mit Viraga, mit dem Aufhören von Dingen, mit Niroda zu tun hat und immer in Vosaka endet, also im Loslassen, im sich loslösen, da bin ich schon auf einem guten Weg. Und das ist genau dieses Instrumentarium, das ein Brahma-Vihara auch wirklich zu einer buddhistischen Praxis macht und von einem nicht-buddhistischen Ansatz, wo es ja durchaus um dieselben Emotionen gehen kann, unterscheidet. Also ich möchte jetzt nicht auf alle Erläuterungsglieder eingehen. Ich denke, die von euch, die sich dafür interessieren, die haben sich schon damit beschäftigt und kennen die. Oder die das jetzt spannend finden, dass das möglicherweise zusammenhängen kann, können das ja in ihrer Praxis auch erforschen. Was ich spannend finde, ist, dass der Buddha dann noch ein bisschen uns eine Vorschau gibt für das Resultat, das wir erwarten können, wenn wir die Brahma-Viharas in Verbindung mit den Erleuchtungsgliedern praktizieren. Und zwar sind das diese 5 Arya-Iddhis. Sagt der Begriff jemandem was? Das sind so diese 5 edlen Kräfte, dass man in dem, was normalerweise abstoßend ist, das Nicht-Abstoßende sehen kann. Und in dem, was das normalerweise Nicht-Abstoßende ist, das Abstoßende sehen kann. Dass man in dem, was, dass ich es jetzt hinkriege, das verwirrt mich immer, in dem, was abstoßend ist, sowohl das Abstoßende als auch das Nicht-Abstoßende, in dem das Nicht-Abstoßende ist, sowohl das Abstoßende als auch das Nicht-Abstoßende. Und sowohl beim Abstoßenden als auch beim Nicht-Abstoßenden gleichmütig zu bleiben. Also ich kann was ich normalerweise gut finde, nicht gut finden und umgekehrt, kann alles gut finden, alles nicht gut finden und kann gleichmütig bleiben. Und das sind Fähigkeiten, die man trainieren kann. Das ist jetzt vielleicht bei Metta noch nicht so augenscheinlich, finde ich bei Karuna, Mudita und Upekkha dann aber ganz spannend, was es damit auf sich hat. Wenn man ein paar Worte zu Karuna sagen möchte, das Mitgefühl, so wie bei Metta, der auslösende Faktor für Metta. Habe ich mal damals als 20-jähriger Bursche, so als kleine Nebengeschichte, da bin ich dann halt da immer hin zu dieser Frühmorgen-Metta-Meditation. Kennt jemand den Thilo Rom? Ja. Okay, also der hat das geleitet. Also ich finde, ein hat das sehr gut gemacht und dann war ich halt da regelmäßig dort und dann irgendwann eines besonderen Tages ist er zu mir gekommen nach der Meditation und hat gesagt, ja, du, ich bin nächste Woche nicht da und ich gebe dir den Schlüssel, kannst du aufsperren und wenn du willst, kannst du auch die Meditation anleiten. Und ich war so, boah, ich, ja, das macht doch immer der tolle Thilo und jetzt soll ich kleiner Wurm das auch machen und war dann natürlich furchtbar nervös und Lampenfieber bis zum geht nicht mehr und habe mir dann in meiner Verzweiflung, und da muss man wirklich verzweifelt sein, habe ich dann eine Visuddhimagga genommen, weil ich damals halt nicht besser gewusst habe, habe ich das Visuddhimagga in die Hand genommen und gedacht, da steht alles über Buddhismus drinnen und habe die Brahma-Viharas rausgesucht. Und da ist dann aber wirklich was Tolles drin gestanden, das hilft mir bis heute. Also auf diese knochentrockene Visuddhimagga Art war dann eine ganze Batterie mit Erklärungen, der Grund und die Auswirkung und das. Könnt ihr euch einmal durchlesen. Manches ist wirklich lustig und manches ist aber auch sehr akkurat. Und da ist dann gestanden, der nötige Grund für das Entstehen von Metta ist das Erkennen des Liebenswerten in einem Wesen. Das finde ich genial, diese Erklärung. Und das reicht eigentlich auch schon. Ja, dann fragen die Leute immer, ja, warum sollen jetzt die Wesen liebenswert sein? Das stellt sich natürlich sofort als nächste Frage. Ja,
der Notarzt, den finde ich jetzt nicht liebenswert. Warum soll der liebenswert sein? Und das ist eben genau die Kunst, dass man es lernt, diese Frage nicht mehr zu stellen. Hm. Nur dann ist es bedingungsloses Metta. Wenn ich sage, ja, der ist liebenswert, weil, dann bei jedem Weil steckt immer drin, aber der nicht, weil der nicht. Also das ist gerade die Kunst und auch die Übungssache, dass man einfach sagt, ja, liebenswert, fertig, Metta. Und das muss man natürlich üben. Und ich bin jetzt drauf gekommen, weil ich eigentlich von Karuna reden wollte. Und bei Karuna ist der Auslöser, so der Zündfunke, das Sehen von Dukkha. An mir oder an den? Sowohl als auch. Das ist bei Metta auch so. Weil es sind ja nicht nur die anderen liebenswert, man ist ja selber auch liebenswert. Und da, ich meine, das steht zwar in den Lehren auch nicht so, dass man das mit sich selber immer machen soll, aber es ist total wichtig, sage ich jetzt mal so ganz praktisch, sich selber zugestehen, ich bin liebenswert. Ja? Also jeder hier ist liebenswert. Aber wie oft haben wir wirklich das Gefühl, ich bin liebenswert, und wie oft denken wir, naja, da gibt schon ein paar ganz nette Sachen, da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber, und dann kommt eine elendslange Liste an Fehlern, an Schwierigkeiten, an Unzulänglichkeiten. Warum nicht einmal umdrehen und sagen, ja, ich habe schon ein paar Fehler und Schwächen, aber ich bin liebenswert. Punkt. Und fragt ja keiner, warum. Dann ist vorbei mit Metta. Na, also das, was das Mitgefühl in uns entfacht, gerade wenn wir uns gut mit Metta vorbereitet haben, ist das Sehen von Dukkha. Also klar, man kann auch Dukkha sehen und kein Mitgefühl bekommen, aber da hat man eben kein Metta gehabt vorher. Also Metta zu haben und dann Dukkha zu sehen, das muss zwangsläufig zu Mitgefühl führen, führt keinen Weg vorbei. Und jetzt haben wir als Buddhisten natürlich anderen Mitgefühlsempfindern gegenüber einen riesen Vorteil, dass wir ganz viel wissen über Dukkha. Dass wir Dukkha auch ziemlich gut verstehen können. Und das kann man ruhig alles in diese Mitgefühlspraxis mit einfließen lassen. Und dann macht auch diese fünf edlen Kräfte Sinn. Ja, dass man da noch Dukkha sieht, wo die anderen alle Freude und lustig und so sehen. Ich bin jetzt da vor dem Vortrag dann noch ein bisschen am Kanal entlang spazieren gegangen. Da wird man normalerweise sagen, ja, den Leuten geht's allen gut und die einen joggen und die anderen sind im Kinderwagen und einer ist auf der Bank gesessen, das Fahrrad hinten dran gelehnt und eine Bierflasche daneben. Ja. Er hat sich da entspannt nach einem Arbeitstag. Doch ja, alles wunderbar und schön. Ja? Wo man sich vielleicht auf den ersten Blick eher denkt, da habe ich jetzt Mitfreude, dass die alle so entspannt sind. Und die einen können joggen und da können sich ja Jogging-Schuhe leisten und der andere trinkt da sein Bier. Aber wenn man da ein bisschen tiefer schaut, so mit dem Weisheitsauge ein bisschen genauer hinschaut, kann man da ganz viel Dukkha sehen. Das tiefere Verständnis von Dukkha führt uns ja zu der Einsicht, dass eigentlich überall Dukkha ist, wo anhaften ist. Das kann das angenehmste Erleben sein, wenn ich dran anhafte, ist es trotzdem Dukkha. Einfach weil der Geist in diesem verhärteten, zugreifen müssenden, verkrampften Modus ist. Und normalerweise weiß man gar nicht, dass man in diesem Modus ist. Also Bernd hat gesagt, so wie man nicht nass ist, wenn man unter Wasser ist, also es zumindest nicht weiß, es nicht spürt. Wir spüren das gar nicht, dass wir die ganze Zeit aufgreifen und festhalten. Ja, wir haben ja noch nie was anderes erlebt. Oder vielleicht haben wir noch nie darauf geachtet, dass wir vielleicht auch manchmal Momente erleben, wo wir weniger festhalten und aufgreifen. Ja, wenn wir Mitgefühl praktizieren, mit Weisheit, mit rechter Einsicht gekoppelt,
dann kann diese Kraft, diese edle Kraft, die auch in was normalerweise Schönem, das Schwierige sehen kann, sich da zeigen. Man kann uns dabei unterstützen, das Mitgefühl auch wirklich, ja, nein, das ist jetzt richtig, hier Mitgefühl zu haben. Da ist es dann, um praktisch das anzumerken, finde ich sehr wichtig, sich da immer mit einzubeziehen. Es kann leicht so ein Gefälle entstehen, ne? So, ich bin der Buddhist und ihr seid die verblendeten Weltlinge und ihr tut mir eigentlich richtig leid. Ja? Das hat auch mein Mönchslehrer in Sri Lanka, der hat das auch manchmal so witzige Sachen von sich gesagt, hat das so wie das auf Medikamenten draufsteht, so halt Metta und Brahma-Vihara und dann irgendwie so Kontraindikationen, wenn ich bin heiliger als du Gefühle auftreten, dann sofort die Einnahme stoppen. Ja, also da kann man sich ruhig mit selbst einschließen, weil wir ja auch Dukkha haben. Das ist ja keine Schande. Das ist ja eher etwas, was uns dann wieder verbinden kann. Was uns wieder daran erinnert, dass wir eigentlich alle einen Raum teilen. Weil genauso wie das Vinyana eigentlich sich immer gleich anfühlt, fühlt sich Dukkha auch immer gleich an. Ja? Wenn aber ein wichtiger Grund zum Beispiel vorliegt und der Typ Nodas zu mir sagt, Moment, zu mir sagt, meine Mutter soll ins Krankenhaus, aha, und ich finde, er soll abhauen, wie soll ich dann mit Gefühl und du kannst ja auch Mitgefühl haben und trotzdem sagen, hau ab. Ah, das geht ja. Das ist gut. Ich hab es. Na, indem du sagst, ohne Hass. Also. Nur damit er abhaut. Wenn du weißt, es ist jetzt besser, dass er abhaut, dann sagst du ihm das halt. Du musst dich ja deswegen nicht ärgern. Warum? Und wenn du das doch machst, dann solltest du ein bisschen mehr Brahma-Viharas üben. Dann geht's auch ohne. Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, das ist auch ein guter Beitrag. Brahma-Vihara üben heißt nicht, ich bin jetzt irgendwie das fromme Schäfchen, das immer süß lächeln muss. Ja, da kriegt man irgendwann, da muss man irgendwann zum Kieferorthopäden, weil das auf Dauer alles verkrampft. Also, Metta und die anderen Brahma-Vihara sind nicht dazu da, um uns selber und der Welt irgendwas vorzuspielen, sondern um so mit uns und den anderen umzugehen, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und das kann man lernen. Also ich bin mir sicher, du würdest dir das auch wünschen, dass du denen sagst, wenn es nötig ist, jetzt vielleicht nicht hau ab, sondern verlassen Sie bitte meine Wohnung. Ich bin nicht Ihrer Ansicht und dich nicht ärgerst. Fühlst dich ja auch besser, wenn du dich nicht ärgerst. Und der fühlt sich besser, deine Mutter fühlt sich besser, ist für alle besser, wenn die Brahma-Viharas am Drücker sind und nicht die Hindernisse. Darf ich da ein kleines Bonmot dazu sagen? Ja, gerne. Ich weiß von einer jungen Frau, die sehr temperamentvoll ist, die dann gesagt hat, wenn ich mich mit meinem Freund so richtig gezofft habe, dann weiß ich, dass ich lebe. Okay. Ja, es geht auch anders. Man kann es auch anders machen, ja. Ja, es ist eigentlich schöner für den Freund und für sie wahrscheinlich auch, wenn sie weiß, dass sie lebt, weil es so schön ist. Also, ruhig, wenn ihr wieder mal Mitgefühl praktizieren wollt, dann ruhig darauf achten bitte, dass zuerst Metta da ist, dass dann eben Dukkha da Zündfunke ist. Klar gibt es verschiedene Formen von Dukkha. Und wir müssen auch nicht immer gleich in das tiefste Ding hineingehen, wenn wir Mitgefühl praktizieren. Kann auch einfach Dukkha haben, wenn jemand körperlichen Schmerz hat. Oder Dukkha haben über die allgemeine Unbeständigkeit aller Dinge. Aber ich denke, so richtig in die Tiefe geht das Mitgefühl, wenn das die Wurzel berührt. Wenn das versteht, dass es eigentlich ums Anhaften geht. Und das hat dann den zusätzlichen Vorteil, dass wir damit nicht nur eine Meditation praktizieren, die uns
diese positiven Emotionen verschafft und unsere Geistesklarheit unterstützt, sondern gleichzeitig auch immer wieder unsere rechte Ansicht stärkt und mit unserem Gefühlsleben verbindet. Das ist, denke ich, so eine große Aufgabe. Man kann ewig sich damit brüsten, ich habe rechte Ansicht und ich habe das vom Buddha eins zu eins übernommen, dass alles vergänglich ist, ja, irgendwie stolz drauf sein, dass man überhaupt keine Ansprüche auf Beständigkeit mehr von sich gibt. Aber wenn das nicht mit dem Gefühlsleben irgendwie eine Verbindung bekommt, dann bringt uns das sehr wenig. Ja, ich meine, es ist ein Charakteristikum eines Menschen, der noch nicht in den Strom eingetreten ist, der noch nicht eine Bahn erreicht hat, dass er vor Nibbana Angst hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der Buddha sagt, dass es ein Faktor ist, der für den Stromeintritt hilfreich ist oder der den Stromeintritt definiert. Aber es gibt diesen Begriff von Nibbana Sukhasanya, dass ich eine angenehme Wahrnehmung von Nibbana habe. Und das ist nicht etwas Selbstverständliches. Ja, und ich möchte nicht wissen, wie viel von unserer Praxis schief läuft oder wie oft wir nicht motiviert sind oder wie oft unser Geist vom Meditationsobjekt abschweift, weil wir unterschwellig Nibbana gar nicht erreichen wollen. Weil wir eben von Nibbana eine unangenehme, eine beängstigende Wahrnehmung haben. Ja, und ich denke, dass die Brahma-Viharas in Verbindung mit rechter Ansicht das sehr viel leisten können, weil sie uns das zeigen, dass auch diese meine rechte Ansicht ist ja was Schwieriges für diesen normalen weltlichen Geist. Das stößt ihn ja eigentlich vor den Kopf. Ja, der versucht ja eigentlich immer genau das Gegenteil. Kann das alles stabil haben? Und dann soll ich jetzt die Ansicht haben, das geht nicht. Das ist natürlich ein Konflikt, der da in uns arbeitet und gärt. Und zu diesem Konflikt kann ich aber sehr viel Positives beitragen, indem ich mich immer wieder über diese heilsamen, sehr angenehmen, das ist ja auch wo man wirklich sofort das Gefühl hat, ja, das ist heilsam, das ist gut, das ist richtig. Und wo man dadurch auch Vertrauen in die rechte Ansicht, in diesen anspruchsvollen Weg des Buddha aufbauen kann. Zum Mudita wollte ich noch schnell sagen, dass da diese im Angenehmen das Unangenehme und umgekehrt Effekt, diese edlen Kräfte, dass das da auch eine Rolle spielt, und zwar umgekehrt. Zumindest ist das in meiner persönlichen Praxis so. Weil ich dann versuche, Mudita zu entwickeln. Klar, man kann jetzt auch wieder Mudita damit haben, dass das kleine Kind ein Eis schlägt oder dass es einem gut geht. Man kann dann vielleicht das ein bisschen veredeln und sagen, man hat Mudita mit, wenn jemand was Heilsames tut oder Dhamma praktiziert. Ich habe das für mich noch so ein bisschen weitergeschraubt und habe ausprobiert, kann ich nicht damit Mudita haben, dass eigentlich alles ohne Kern ist und leer ist. Ja, dass alles vergänglich ist, wo man normalerweise sagt, ja, das ist ja gerade das Schlimme, kann ich das nicht umdrehen und sagen, eigentlich macht das erst möglich, dass ich wirklich loslasse und Nibbana erreiche. Und was mir ein bisschen dabei geholfen hat, und das ist auch so ein Punkt, wo man dann in Berührung kommt mit diesem, in den Strudel der Göttlichkeit möglicherweise hineingezogen werden, wenn man nicht rechte Ansicht hat, ist, und das ist vielleicht etwas, was auch in, also wie ich das jetzt sagen darf, was auch in, sogar in manchen buddhistischen Traditionen vielleicht passiert. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Also eine Aussage vom Buddha, auch aus dem Sanyutta Nikaya, gibt es zweimal. Einmal sagt es der Buddha selber, einmal der erudierte Samiti. Und zwar heißt da Sabbe Dhamma Vimuttisara. Alle Dinge haben als Kern Befreiung. Und das ist für mich nur eine andere Art zu sagen, alle Dinge haben keinen Kern. Also, dass sie keinen Kern haben, das macht es erst möglich, dass Befreiung stattfindet.
Also für mich, ja, aber ich habe das auch schon eine Zeit lang geübt. Weiß nicht, ob das jetzt für euch irgendwie so ganz, boah, was soll das jetzt? Aber für mich ist das eine gute Möglichkeit, eben wieder ein Samadhi-gerechtes Mudita zu entwickeln. Man könnte vielleicht ein bisschen einfacher formulieren, dass man sagt, allein, dass die Wesen die Möglichkeit haben, ihr Dukkha zu beenden, indem sie Upadana aufgeben. Das ist auch ein Grund zur Freude. Dass es nicht jeder schon geschafft hat, das ist ein Grund für Karuna, aber dass es möglich ist, ja, weil Dukkha auch bedingt entsteht, ist Dukkha auch auflösbar. Ist vielleicht auch so möglich. Und in meiner persönlichen Praxis ist das dann auch ein guter Übergang zum letzten Brahma-Vihara, zum Gleichmut. Muss ich eigentlich gar nicht mehr viel machen. Muss ich nur das Mudita mit dem Leersein von einem Kern auf das Mudita selbst wirken lassen. Versteht ihr, was ich meine, ein bisschen? Also das Mudita ist auch ohne Kern. Und dann wird auch das Mudita immer stiller. Und plötzlich ist nur noch Gelassenheit und Gleichmut übrig. Und Gleichmut, und mich hat, muss ich ehrlich sagen, also im Visuddhimagga sowieso, ich glaube an einer oder zwei Stellen in den Sutten auch, wird so jetzt der Zündfunke für Gleichmut wird genannt, dass alle Wesen Eigner und Erben ihres Karmas sind. Das hat für mich immer so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl ausgelöst, diese Argumentation, weil für mich klingt das so ein bisschen wie, ja, der wird's eh selber kriegen oder so. Ja? Ist ja sein Karma. Mische ich mich gar nicht erst ein. Also vielleicht, wenn man es tiefer sieht, hat es auch einen Sinn, dass man sagt, ja, jeder formt seine eigene Schiene, auf der er so dahin lebt, und da brauche ich mich erst gar nicht viel einmischen, und vielleicht ist da auch schon wieder eine Verbindung zum Fehlen eines Kerns, zum Fehlen einer absoluten Kontrolle. Aber für mich macht das so einfach Sinn, dass ich dann durch das Reflektieren darüber, dass wir eigentlich alle leer von einem stabilen Kern sind, dann ist eigentlich Upekka das logische Gefühl, oder vielleicht eben auch einmal das zur Ruhe kommen der Reaktivität in unserem Geist. Man sagt, ja, dann muss ich nicht reagieren. Dann bleibt mein Geist eben einmal in der Balance. Ja, das waren jetzt so ein paar theoretische Überlegungen zu den Brahma-Viharas. Ja, vielleicht gibt es noch Fragen, dann können wir ein bisschen diskutieren und vielleicht können wir auch noch eine kleine Meditation anschließen. Es gibt noch viel zu sagen, aber leider ist die Zeit begrenzt. Also danke für eure Aufmerksamkeit. Okay. Mit Freude heißt das, muss ich ja freuen, dass jemand was geschafft hat oder dass er jetzt Glück hat oder so. Mhm. Und da komme ich dann nicht ganz klar, dass es kein Kern hat. Mhm. Also ich glaube, dass das dann am klarsten wird, wenn ich beim Mitgefühl auch Mitgefühl habe mit dem Dukkha, das der Buddha in der ersten edlen Wahrheit beschreibt. Na, wo er dann am Schluss ja sagt, wo irgendwie herauskommt, dass eigentlich das Anhaften an den fünf Daseinsgruppen das so das Grundleiden ist. Und das muss man, denke ich, bedenken, dass man, also wenn das mit dem ohne Kern irgendwie zu weit hergeholt für dich wirkt, dann ist es vielleicht einfacher zu sagen, naja, so wie es das Dukkha, das buddhistische Dukkha, das ich da sehen kann und Mitgefühl haben kann, so kann ich auch buddhistisches, so kann ich auch Mudita haben mit dem buddhistischen Gegenteil, buddhistischen Sukha. Und auch selbst wenn viele Menschen das noch nicht erlebt haben, ist es zumindest möglich, frei von Dukkha zu werden. Also das Potenzial hat jeder Mensch. Und es gibt, glaube ich, keinen Menschen, dessen Geist nicht auch im Heilsamen ist, immer wieder. Also selbst irgendein Krimineller und was weiß ich was,
der schafft das ja auch nicht, die ganze Zeit immer nur im Unheilsamen zu sein. Also in dem Sinn auch Anlagen zum Heilsamen. Und sobald die irgendwie genährt werden und gewässert werden, dann wächst da auch was Heilsames. Und das Heilsame bewegt sich eben immer in Richtung nicht mehr anhaften, nicht mehr festhalten. Ja. Also, nein, es gibt ja diese berühmte Stelle, wo der Buddha sagt, na, es gibt das Ungeborene und es gibt das Todlose, und das wird ja dann oft, da freuen sich dann die Leute, die gerne Nibbana als was Beständiges sehen wollen und sagen, ja, der Buddha hat es gesagt, Nibbana ist doch etwas, Nibbana ist das Ungeborene und das Todlose und so weiter, machen da ein großes Schlagwort draus. Aber also, was ich glaube, was der Buddha gemeint hat, ist einfach, ja, es ist möglich, dass man auch nicht geboren ist und dass man nicht stirbt. Also es gibt nicht Geburt und es gibt nicht Tod. Nicht als irgendein kosmisches Wunderding, sondern einfach als Möglichkeit für uns alle. Und das ist schon eine tolle Nachricht, finde ich. Ja, also, wer hat das erzählt von diesem jungen Sadhu jetzt? Das erzählt gestern. Einen Film gesehen aus Indien und irgendein junger Mann, der dort Sadhu geworden ist, und halt von einem Lehrer zum nächsten, und keiner hat irgendwie gewusst, was er dem jetzt überhaupt erzählen soll. Und dann ist er am Schluss irgendwo in der Wüste gestanden und hat da oben gebrüllt, verzweifelt, weil er sonst nichts gewusst hat. Da erkennt man, wie wertvoll und kostbar das ist, allein, dass es das Dhamma gibt. Allein damit kann ich Mut haben. Selbst wenn einer, der da jetzt am Rad vorbei war, vielleicht noch nie sich dafür interessiert hat, der könnte ja. Er hat die Möglichkeit. Selbst wenn einer als Tier wiedergeboren wird, er kann im nächsten Leben ein Mensch werden und es dann schaffen. Also es ist möglich. Das ist ja die große frohe Botschaft des Buddha. Ja, Sansara ist furchtbar, aber es gibt die Möglichkeit, rauszukommen. Im Alltag kann man das manchmal auch viel normaler machen, halt einfach, wenn man irgendwo was Heilsames beobachtet. Sieht, dass wer wo dachte, ah, der war gerade freundlich zu dem. Ja, da ist ein junger Mann aufgestanden für eine alte Dame in der U-Bahn. Ja, da hat es nicht viel mit Nibbana zu tun, aber meine Mitfreude muss nicht immer abgehoben sein. Ist es jetzt bei mir auch nicht. Ich versuche euch halt nur da ein paar inspirierende Sachen mitzugeben, um zu zeigen, wie facettenreich die Brahma-Viharas sind. Ich wollte nur sagen, so wie du es präsentiert hast, da hat es, also praktisch scheint es nicht so zu sein, dass es sehr, sehr viel mit reiner Reflexion zu tun hat. Wie macht man es, wenn man sich hinsetzt? Wie macht man es wirklich? Ja. Gute Frage. Und, also, wie man das jetzt praktisch macht, ist viel einfacher, da brauche ich jetzt nur 2 Minuten. Und allerdings muss das, was man dann macht, irgendwie aufgeladen sein mit der Information, die ich gerade versucht habe zu vermitteln. Also so mache ich das selber halt. Und für mich ist das alles schon irgendwie selbstverständlich, weil ich da schon lange drüber nachdenke. Also ich setze mich hin, und eins, was mir aufgefallen ist, ist, dass es sehr unterstützend ist, zuerst irgendwie den Geist in eine dankbare Stimmung zu bringen, die auch nicht selbstverständlich ist. Ja, weil wir ja oft eher so eine Mekka-Kultur sind als eine Dankbarkeitskultur. Das darf vielleicht mal versuchen. Dankbar, zufrieden. Und dann, wenn man es ganz einfach machen will, am Anfang vielleicht an ein Wesen denken, wo man schon weiß, das fällt mir leicht, da was Liebevolles zu empfinden. Und sich dann, ich mache das zum Beispiel gerne mit dem Ein- und Ausatmen. Das Ein- und Ausatmen ja auch so ein Hineinnehmen und Herausgeben ist, und dann denke ich mir dazu passende Stichwörter aus. Ja, zum Beispiel beim Einatmen das Liebenswerte erkennen, beim Ausatmen lieben oder Metta, das Liebenswerte erkennen, Metta, das Liebenswerte erkennen, Metta, Liebenswerte. Ja, und bei einem Wesen, das ich ohnehin gern mag, funktioniert das recht schnell und recht leicht, versuche ich es vielleicht bei mir selber. Mit einiger Übung ist das dann auch eine sehr schöne Erfahrung. Und dann kann man, wenn man will, wenn man es ein bisschen strukturierter machen will, in die 4 Richtungen versuchen.
Aber eben, also in meiner persönlichen Erfahrung nicht so mit erstmal 2 Meter und dann 10 Meter und dann so. Ja, das finde ich, setzt den Geist eher unter Stress, weil da so ein Leistungsdruck mit drinnen ist, sondern einfach sich für diese Richtungen öffnen. Ja, so wie wenn man ja einfach so, man ist von seiner Mauer umgeben und die löst sich langsam auf in den 4 Richtungen. Und oben und unten. Oder wenn man es noch einfacher machen möchte, kann man ein Gleichnis verwenden. Also mein Lieblingsgleichnis, das der Buddha da gibt, ist von einem Muschelhornbläser. Weiß jemand, was ein Muschelhorn ist? Ja? Also wenn man das in Asien schon mal gesehen und gehört hat, ist das wirklich ein sehr gutes Gleichnis. Das sind halt so aus dem Meer so große Muscheln. Weil eigentlich sind es Schnecken, wenn man das biologisch korrekt sagen möchte. Also eine Muschel hat ja 2 Klappen und eine Schnecke ein Gehäuse. Und es ist eben ein so ein Schneckengehäuse. Und da wird dann auf der einen Seite ein Loch reingebohrt. Und wenn man das dann kann und da reinbläst, dann macht es einen sehr eindringlichen und trotzdem irgendwie ganz feinen Ton. Der irgendwie nicht besonders laut ist, aber den man aus irgendeinem Grund trotzdem weit hört. Also und dann irgendwie, dann kriegt man schon Gänsehaut. Also es wird, deswegen wird das auch oft bei irgendwelchen Zeremonien, religiösen Geschichten verwendet. Und das Gleichnis ist, so wie ein, man soll das so entfalten wie ein Muschelhornbläser, ein Geschickter, hoffentlich, dann in diese Muschel hineinbläst und der Ton einfach, der geht in alle Richtungen, muss man sich nicht mehr Sorgen machen. Ja, zuerst blase ich in die Richtung und dann in die Richtung, aber ein Ton, der geht in alle Richtungen gleichzeitig. Man einfach sich so die Vorstellung aller Wesen einfach versucht, diese Wahrnehmung zu spüren. Und da hilft es mir manchmal, wenn man an alle Wesen denkt, ist meistens so ein, entweder es klingt ganz abstrakt und man kann sich nichts darunter vorstellen, oder man denkt sich halt, ja, da bin ich und da sind die alle Wesen. Vielleicht, wenn man das schafft, aus dem Die ein Wir-Gefühl zu kriegen. In diesem gemeinsamen Raum irgendwie sich vorzustellen, ja, in dem alle Wesen sind. Dann versucht man einfach, so gut es geht, halt da in sein inneres Herzensmuschelhorn hineinzublasen. Und wie weit das dann geht und ob das der in der übernächsten Galaxis auch noch gespürt hat, das ist dann nicht mehr meine Sache. Ich bin einfach selber unermesslich geworden, weil ich die Grenze, die mich normalerweise definiert, einmal losgelassen habe. Also eigentlich in der Praxis mache ich das dann ganz einfach. Also das Liebenswerte erkennen und lieben, das Liebenswerte erkennen und lieben mit so einem Objekt, dann mit so einem und dann versuche ich diese Grenze aufzulösen und diesen Ton einfach rauszuschicken. Bei Mitgefühl denke ich mir dann halt ein anderes passendes Stichwort ein, das ist dann beim Einatmen ganz einfach Dukkha, beim Ausatmen Mitgefühl. Aber wenn ich die ganze Hintergrundgeschichte irgendwie parat habe, dann muss ich da gar nicht mehr viel machen. Ich kann das für mich machen, vielleicht fällt mir eine Situation ein, wo es jemandem aus irgendeinem Grund nicht gut gegangen ist, dann kann ich vielleicht da noch so ein bisschen hineinversetzen, ja. Auch da war eigentlich ja Anhaften mit drinnen und war eigentlich das Grundproblem. Ja, aber ich würde da gar nicht so viel ins Nachdenken gehen, sondern das immer mehr auch eher als Gefühl erleben. Ich denke, dass die beiden auch immer mehr zusammenkommen, das Denken, das Fühlen. Bei Mudita kommt es dann darauf an, für welchen tiefen Grad man sich entscheiden möchte. Ja, ob ich dann sage, das Heilsame, und Mudita oder ohne Kern und Mudita. Vielleicht kann man doch sich irgendwie ein bisschen ein schöneres Wort ausdenken für dieses ohne Kern. Sagt die Stille Mudita, ohne dass man dann da so ein kosmisches Dingsbums draus macht aus der Stille. Und beim Gleichmut ist es dann eigentlich das Gleiche. Leere, Gleichmut, Stille, Gleichmut. Und ich habe die Erfahrung gemacht,
dass diese Emotionen gar nicht so viel Gedankenunterstützung brauchen. Gerade beim Gleichmut ist mir das immer aufgefallen. Weil ich mich manchmal gewundert habe, ja, irgendwie weiß der Weg, weiß der Geist den Weg dann fast von selber. Vielleicht besonders, wenn diese Grundlage der rechten Ansicht und so da schon immer mit drin steckt. So im Prinzip so richtig in der Anwendung eigentlich ganz einfach. So einfach möchte ich noch dazu sagen, dass man es sogar im Alltag gut machen kann. Es ist auch eine gute Alltagspraxis. Da muss es dann vielleicht nicht um irgendwelche Nibbana-Konzepte gehen, sondern einfach dieses durch die Metta-Praxis sich öffnen, empathisch machen und dann je nach Situation, wenn wo eine dukkha-lastige Situation ist, das Mitgefühl üben, wenn wo eine Situation ist, wo ich irgendwas Heilsames miterlebe, das Mudita üben. Und wenn ich in einer Situation bin, wo ich merke, dass ich selbst Gefahr laufe, auf eine unheilsame Art reaktiv zu werden, dann ist manchmal der Gleichmut das Beste. Ja, manchmal besser, als dann zu versuchen, sich da irgendwie krampfhaft ins Metta reinzupressen. Ja, wenn die Notärzte irgendwie trotzdem nicht weggehen und man merkt, mit Metta wird das jetzt nichts. Es kann ja auch eine Form von Ablehnung sein, wenn ich dann versuche, mir das Metta irgendwie mit Gewalt reinzudrücken. Dann, ist vielleicht, dann müssen sie gute Ohren haben, wenn sie das aushalten. Na, oder du musst einen guten Geist haben, ja, dass du es aushaltest. Und einfach mal gleichmütig bleiben und sagen, naja, eigentlich, ob die jetzt rausgehen oder in ein paar Minuten, das macht jetzt auch nicht so einen Unterschied. Und es die, was vielleicht wichtig ist, in allen zwischenmenschlichen Situationen, dass wir uns daran erinnern, dass da eben nicht ein kleines Männchen drin sitzt, das alles immer geplant und absichtlich macht. Dass wir halt alle die meiste Zeit einfach reagieren auf die Sinneseindrücke, die kommen. Das mache ich so und das machen die Notärzte auch so. Und wenn ich mich an das erinnern kann, dann weiß ich vielleicht, was ich sagen muss, damit die Notärzte wirklich schnell und unkompliziert auch das Haus verlassen. Wenn ich da ein Riesentheater mache, dann nehmen sie mich vielleicht auch gleich noch mit. Na, wenn ich gelassen bin und sage, ja, lieber Herr Doktor, nett, dass Sie gekommen sind, aber genau, aus diesen und diesen Gründen brauchen wir Sie jetzt nicht. Aber es gibt sicher noch viele andere Kranke, die Ihre Hilfe brauchen. Auf Wiedersehen. Toll. So ähnlich habe ich es gesagt. Sehr ähnlich. Soll man den Notarzt einladen und ihn fragen? Und was hat er dann gemacht? Das ist ein Hollywood Polizei, war ja. Da hat es den eben gesagt, ich will euch hier nicht haben. Ich will von euch überhaupt nichts. Dann hat er mir so einen Schmarrn hingeschrieben. Dann bin ich auch drei Tage bin ich mit meiner Mutter zu ihrer Hausärztin gegangen, ob feststellen, ob schon im Sterben liegt oder was. Mhm. Also. Ja, aber ich glaube, das Schöne an diesen Brahma-Viharas ist, dass wir dabei lernen können, dass es niemandem was bringt, wenn wir uns aufregen. Dass es für alle besser ist, wenn wir uns an diesen Idealen orientieren, je nach Situation. Auch wenn es manchmal nicht funktioniert. Dann muss man halt neu anfangen. Dann muss man sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber jetzt fange ich nicht an, mich selber zu verurteilen. Das habe ich Mitgefühl mit allen, die da beteiligt waren. Und jetzt geht's weiter. Ja, einschließlich sich selber auch. Das finde ich immer ganz spannend, wenn ich merke, ich bin gerade in einer für mich unangenehmen Situation und ich rege mich gerade auf. Wenn ich es dann tatsächlich schaffe, also mich ein bisschen von außen mit Mitgefühl zu bedenken, witzigerweise kriege ich dann automatisch auch einen anderen Mitgefühl Gegenpart. Das ist so ein ganz interessanter Effekt. Also. Ich glaube, dass das auch bei diesen klassischen Techniken, wo es immer, wo man mit beim Meta zuerst mit sich arbeitet, für sich entwickelt, ist eigentlich gerade aus diesem Grund, weil solange man sich selbst nicht akzeptieren kann, dann kann man auch nicht
offen sein für die anderen. Ja. Ja, oft ist man selber leider nicht die einfachste Person für Meta. Ja. Interessant. Mhm. Mir ist auch aufgefallen, dass es mir zum Beispiel viel leichter fällt, Mitgefühl für mich zu haben als Meta. Mhm. Das geht irgendwie besser. Mhm. Überhaupt habe ich das Gefühl, der Zugang zum Mitgefühl ist irgendwie, der ist irgendwie präsenter als der Mitgefühl, als der Zugang zu Meta. Mhm. Weil das, irgendwie ist das schon menschlicher, da kann man schon sagen, ja, es ist Dukkha. Bei Metta ist immer noch so, na, ich muss jetzt irgendwie, das muss jetzt schön sein. Mhm. Also, das ist ja, das, da habe ich jetzt keine Zeit mehr gehabt dafür, das ist ja in dieser schönen Lehrrede, wo das auch mit den Erleuchtungsgliedern alles drinsteht, da sagt, da beschreibt der Buddha dann auch noch so die Kulmination von jedem Brahma-Vihara. Also wo führt das hin, wenn ich es immer weiter praktiziere? Führt dazu hin, dass mein Bruder mit mir schimpft? Du musst zur Mutter. Ja, ich muss zur Mutter. Ich muss zur Mutter und mit den Notärzten. Geht jetzt halt nicht schimpfen, jetzt übst du es mal. Ja, für einen Gruß an die Notärzte. Ja. Okay, ciao. Also, viel Gott. Ja, das sage ich noch und dann ist ja wirklich auch schon die Zeit um. Aber das wäre mir jetzt fast schade, wenn wir das gar nicht gesagt hätten. Weil das, ich finde das auch deswegen spannend. Es ist ja immer so, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich weiß schon, wo die Reise hingeht, kann ich mich ja viel besser orientieren. Und das, darum ist das so hilfreich, dass der Buddha von jedem Brahma-Vihara auch so sagt, irgendwie, ja, dort kommt man dann raus, wenn man das ganz viel macht. Ja, obwohl das auch so ein bisschen eine Tüftelaufgabe ist. Also ich müsste auch dann selber damit arbeiten. Weil der Buddha auch nicht mehr sagt, als nur, das ist es und fertig. Und bei Metta, darum ist mir das jetzt eingefallen, bei Metta ist es die Geistesbefreiung durch Schönheit. Also das ist eine Art von geistiger Freiheit von Hindernissen, die das Schöne wahrnimmt. Ja, das kennt man ja, wenn man Metta macht oder auch wenn man eine weltliche Art von Liebe oder Zuneigung hat, dann ist ja das Objekt, erscheint einem ja ganz furchtbar schön. Und wenn man das richtige Metta an alle und so weiter, dann entsteht da doch die Schönheitsbefreiung. Beim Mitgefühl ist es interessanterweise das Raumunendlichkeitsgebiet. Bei Mudita das Bewusstseinsunendlichkeitsgebiet und bei Upekka das Nichtseinsgebiet. Ja. Habt ihr was zu knabbern? Also bei Upekka finde ich es noch am einfachsten. Und das ist auch irgendwie spürbar. Ich habe auch nicht so unbedingt die Ansicht, dass diese unkörperlichen sind eigentlich keine Vertiefungen, sondern nur Ayatanas. Dass man da auch hineintappen kann, hinein, so die Zehe hineinhalten kann, ohne dass man vorher da in irgendeinem perfekten vierten Jhana verweilt hat. Allein, dass man es auch über Mitgefühl und Mitfreude erreicht, wo man normalerweise sich eher nicht denken würde, dass das in die vierte Vertiefung hineinführt, weil Mitfreude ja durch die Freude eher die vierte Vertiefung nicht begünstigt und trotzdem ist die unkörperliche Ayatana da angeführt. Aber kann man vielleicht mal so für sich auch als eine Motivation nehmen, die Brahma-Viharas zu üben, dass man rausfindet, was meint der Buddha damit? Oder wie spüre ich das dann selber so ein bisschen? Wenn ich Mitgefühl praktiziere, kommt dann so ein Gefühl von weitem Raum, ja? Vielleicht weil ich mehr spüre, das Dukkha der anderen und den Raum, den wir gemeinsam teilen und so weiter. Oder wird mein Geist vielleicht offener, wenn ich viel Mitfreude praktiziere? Mein Geist ganz weit? Ja, so ein paar Gedanken, Anstöße zum Mitnehmen nach Hause. Mhm.